So, ich mach doch gleich weiter, habe ich mich jetzt zu entschlossen. Und ich habe alles wieder so jetzt gemacht wie vorhin, mit zwei kleinen Änderungen. Diesmal habe ich die Wölfe alleine geschafft. Und diesmal habe ich, nachdem ich den Auftrag bei dem blöden Rebellentypen abgegeben habe und das ganze Zeug da mit ihm bequatscht habe, ihn gleich mal umgebracht und die anderen beiden Kollegen dort auch mit, weil die mir einfach auf den Sack gingen, die Kerle. So, und in der Höhle habe ich festgestellt, wo die Wölfe drin sind, finden wir Wenzels Schwert. So, wir schauen mal, ob das nicht vielleicht sogar was für uns wäre, oder? Bastardschwert? Ne, das wird es nicht sein. Breitschwert. Wenzels Schwert hier. Klingenschaden 70 plus gesegnet 10. Eigentlich, dadurch, dass diese Segnung mit drauf ist, müsste es eigentlich sogar besser sein, oder? Ich würde es mal ausrüsten wollen. Vor allen Dingen sieht es besser aus. Ruah! Ja, das ist cool. Das nehmen wir. So, da wir eh nicht vorhaben, Wenzel irgendwie zu helfen, werde ich das auch erstmal behalten, einfach das Ding. Und ich habe mir überlegt, wir werden jetzt nochmal die Sache mit den Sklaventypen da in Angriff nehmen, mit den Sklavenwächtern. Und diesmal werde ich aber nicht derjenige sein, der die Gnadenstöße dann den Freunden zuführt, wenn sie am Boden liegen, sondern ich werde sie rüber zu dem Rebellen locken, damit die dann die Drecksarbeit für mich erledigen können. Damit stehe ich dann nicht als Mörder da und habe den beiden geholfen und erfahre dann endlich, wer der Bösi ist unter den Orksöldnern. Ich meine, ich weiß es eh schon, aber wir müssen ja der Story folgen, nicht wahr? Und um der Wärmeentwicklung in meinem Laptop entgegenzuwirken, dank kräftiger oder nein, der Wärmeentwicklung dank mangelnder Lüftung, so rum, habe ich jetzt aus meinem Kühlschrank so ein kleines Fläschchen mit Zitronensaft rausgenommen, weil das schön kühl ist, und habe mir das jetzt auf den Laptop gestellt, dorthin, wo die größte Wärmeentwicklung stattfindet. Und ich habe das Gefühl, es scheint echt zu wirken. Also es klappt gut. So, das Schöne ist, dadurch, dass sie schon grün sind, lassen die sich jetzt schön getrennt voneinander hier rüberziehen. So, jetzt muss ich bloß noch gucken, wo die kleinen Rebellen waren. Ja, komm mal mit hier. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm schon. Ja, du hast mich gefunden. Komm mir hinterher. Los. Hier, ihr da. Aloha. I have some work for you, my friends. Ja, so ein Spaß. Na hier, aber was? Hallo? Ach so. Das ist natürlich uncool. Ich kann ihn nicht angreifen. Im Gegenzug kann der auch nicht mich angreifen, sehe ich gerade. Mal gucken, ob ich ihn vielleicht so treffen kann. Steh mal auf. Ah, sehr gut. Zumindest das geht also. Haha, ja, das habe ich. Ach, scheiße, jetzt habe ich den ja umgebracht. Fu, da muss ich gleich mal gucken, ob das. Ah, das wäre natürlich uncool, wenn das jetzt auch wieder als böse Tat zählen würde. Dann würde ich jetzt gleich nochmal laden und es nochmal probieren. Dann müssen im Notfall halt, im Zweifelsfall müssen die beiden Typen das halt komplett alleine machen. Kann ich auch nichts für. Hallo? Bin ich jetzt böse? Irgendein Marder bringt unsere Leute um. Ich bin's nicht. Weißt du etwas darüber? Nein! Nein. Wir beobachten dich. Tu das! Was ist los? Hä? Nix? Hey, kannst du jagen? Kannst du jagen? Ich bin ein Ork. Klar kann ich jagen. Naja, ich weiß ja nicht. Ich werde es dir beweisen, du Grünschnabel. Na schön. Den Südweg runter habe ich ein paar große Reptilien gesehen. Die schnappe ich mir. Ach, cool. Na, dann pass mal gut auf, Mocker. Ich wusste gar nicht, dass man die rauslocken kann aus dem Lager. Jetzt hängt es natürlich gerade wieder zu hacken an. Da wird die Zitrone wahrscheinlich auch langsam warm hier. Ja, lass mal den mal laufen und gucken mal, was die anderen so sagen, ne? Ob man die auch irgendwie blöd rauslocken kann mit so einem kleinen Kommentar. Dein Boss sucht dich, aha. Dein Boss sucht dich. Was will er denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung, frag ihn selbst. Wo ist er denn? Er wartet auf dich, ein Stück den Südweg runter. In Ordnung, ich gehe. Das heißt, ich muss am Ende gar nichts selber hier machen. Ich meine, ich kann die einfach dahin locken und dann. Ach, das ist ja doof. Was willst du? Das ist ja viel zu einfach. Ich habe draußen vor der Stadt Rebellen gesehen.
Was? Wo? Ein paar Meter den Weg runter Richtung Süden. Alarm! Na, das werden wir gleich haben. Das ist ja praktisch. Da muss ich noch nicht mal lügen. Und der Kerl, ja, Alarm, aber dann gemütlich durch die Gegend latschen, ist klar. So, wollen wir mal schauen, was die anderen beiden Ochse so machen hier. Wie die sich so schlagen. Oder ob die überhaupt kämpfen oder ob die hier bloß einfach sinnlos in der Gegend rumstehen. Das kann natürlich auch sein. Ah, ich hör's schon. Kampfgetümmel. Es gibt einen Kampf. Komm, ich kümmere mich mal um den hier. Geht er jetzt auf mich los? Nö, geht er nicht. Ist klar. Ach doch, jetzt. Okay, okeli-dokeli, würde ich mal sagen, ne? Um es mit Ned Flanders zu sagen. So, da können die da hinten jetzt mal untereinander ein bisschen... Ja, komm, leck mich doch. Metzeln. Ich nehme mir den zur Brust. Ey. So, der ist ja jetzt nicht tot. Der ist ja jetzt bloß umgefallen, ne? Da ist er bloß hingefallen. Ach scheiße, ich kann ihn ja nicht treffen. Ach komm, einen Pfeil kann er vertragen. Einen Pfeil kann er vertragen. Jetzt vielleicht nicht mehr, ne? Nee, jetzt lieber nicht mehr. Gut, Daryl schafft das. Wir gucken mal, was der andere hier so macht. Ja, hier muss ich mal ein bisschen das Korrektiv spielen, ne? Zack, so. So. Mal ein bisschen Ausgleich in die Gerechtigkeit hier reinbringen. Ich meine, prinzipiell ist mir auch egal, wenn jetzt hier der Rebell stirbt. Das ist auch okay. Solange Daryl am Leben bleibt. Ne, Daryl, nicht Darren. Scheiße, ich kann nicht so ran an die Sache. Ah, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Schlecht. Um nicht zu sagen, sehr schlecht. Ach, nee, oder? Ach, kommt, Leute. Habe ich jetzt ernsthaft die Rebellen hier tot gemacht? Ach, Mann, das ist doch blöd. Also mal wieder laden und dann... Ich mach's jetzt so, ich gehe jetzt nochmal genauso ran und wenn ich es geschafft habe und Daryl überlebt hat, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich, liebe Freunde. Tschö. So, setzen wir mal wieder ein, ne? Sieht's nicht idyllisch aus hier? Links ein Ork, rechts ein Ork und in der Mitte sitzen unsere zwei Rebellenfreunde. Ich habe noch nicht alle getötet, muss ich dazu sagen. Einer ist noch da, einer ist noch übrig. Aber den werden wir uns auch noch schnappen. Das Schöne ist, Daryl und sein Freund haben gut mitgemacht und haben sich auch von alleine geheilt. Und na sowas, da kommt ja auch schon unser Ehrengast zu seiner Party. So ein Ärger, dass er unbewaffnet zu seinem Duell gekommen ist. Na sowas aber auch. Ich habe die Kerle schon mal im Voraus vermöbelt, jetzt alle einzeln. Und habe sie dann unbewaffnet zum Kampf hier gehen lassen. Ja, und dementsprechend... Weg mit der Waffe. Ja, ja, halt die Klappe. Dementsprechend war das jetzt natürlich auch kein Problem für Daryl. Der sich ja vorhin nicht so toll angestellt hat. So, die Sklavenlagerwachen sind weg, das habt ihr ja schon selbst festgestellt. Die Sklavenlagerwachen sind weg. Sehr gut. Dann ist bald der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Stadt zu stürmen. Weiter so, Kollege. Du kannst bestimmt ein paar Goldstücke gebrauchen, was? Ja, ja, das auch. Vor allem will ich wissen, wer euer verdammter Spitzel ist. Wer ist euer Spitzel in Monterra? Er wird sich dir zu erkennen geben, wenn du ihm unser Passwort sagst. Boah, nein! Ich lebe Okara. Ist das Passwort. Ach was. Frag besser nicht. Das war nicht meine Idee. Verstehe. Verstehe. Ja, war ja super gewesen. Ich will endlich mal wissen, wer es ist. Erzähl mir mehr über Okara. Okara ist unser Rebellenhauptquartier. Es liegt nördlich von Monterra. Du solltest dort mal vorbeischauen. Männer wie dich können wir gut gebrauchen. Machen wir auch noch, machen wir auch noch. Vielleicht sogar direkt danach. Mal gucken. So, jetzt haben wir das gemacht. Eigentlich, wir speichern mal. Wir speichern mal. Und dann würde ich sagen, reißen wir unserem Kollegen den Arsch auf. Weg mit Pams! Du wagst! Ja, ich wage es. Uah.
Geht mich mal nicht so blöd an hier. So, das hast du den ersten. Und geh mal nach hinten. Ja, sehr gut abgewehrt. So, ach Mensch, komm, stell dich nicht so an. Ach, wat? So, haben wir den auch? Nein, nicht wegstecken. Du sollst schon hier dabei bleiben. Und töten! Jawohl, bevor er wieder aufsteht. So, da haben wir nämlich die Rebellen schon mal weg hier. Die nerven mich. Haben wir das. So. Und dann können wir eigentlich mal nach Monterra gehen und schauen, was es da so für uns gibt und ob wir den Spitzhelel finden können. Erstmal fressen wir aber eine Runde rum hier. Haben wir noch Fleisch? Ja, wir haben noch gebratenes Fleisch. Ich muss mir mal wieder neues braten. Glücklicherweise höre ich es ja schon hinter mir knistern. Da können wir eigentlich direkt mal welches braten gehen. So, noch eins dann. Und dann, ja, kommt noch ein Brot hinterher. Besser im Abgang und so. Ich habe mittlerweile auch meine Zitronensaftflasche gegen Tomatenmark ausgetauscht. Weil die Zitronensaft, der Zitronensaftbehälter, der war natürlich aus Kunststoff gewesen. Und Kunststoff hat keine allzu guten Wärmeleitereigenschaften. Dementsprechend hat sich die Kälte aus dem Kühlschrank gar nicht so gut übertragen auf den Laptop. Und die Tomatenmarktube, die ist aus Metall. Leitet gut die Wärme, beziehungsweise leitet auch Kälte dementsprechend. Wobei Kälte ja eigentlich nur die Abwesenheit von Wärme ist. Also leitet es eher die Wärme aus dem Laptop raus in die Tube hinein. Und dementsprechend hat es jetzt mein Laptop auch weitaus besser gekühlt bislang. Mal schauen, wie lange. Ich hoffe ja mal, dass der Wärmespeicherkoeffizient von Tomatenmark nicht so schlecht ist, ne? Was wollte ich? Genau, den Spitzel. Ja, wollen wir mal schauen, wer das sein könnte? Ich vermute ja mal, dass es jemand ist, der nicht so gut zu sprechen war auf unseren Marik, ne? Es lebe Okara. Ja klar, du mich auch. Große Überraschung, Bradley ist es nicht, ne? Wir können ja aber mal ein paar Leute anquatschen. Wir können auch mal Marik anquatschen. Vielleicht ist der ja auch der Spitzel. Ganz bestimmt sogar. Ford! Henry Ford! Den kann ich gar nicht erst fragen. Der hat zwar eine Ork-Söldner-Rüstung an, aber der zählt offenbar nicht als Ork-Söldner. Wir müssen aber noch kurz zum Bauernhof, fällt mir gerade ein. Auch wenn es gerade wieder zu hacken anfängt. Finde ich uncool. Wir müssen noch zum Bauernhof, weil wir noch bei Dennis unsere Belohnung für das Quest mit dem Wolf mit den Wölfen abholen müssen. Ja, mir ist nämlich wieder eingefallen, beziehungsweise, was heißt eingefallen? Ich habe es vorhin gesehen, als ich nochmal nachgespielt habe. Dennis ist der Chef auf diesem Bauernhof hier. Ne? Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? Yo, man! Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. Yo, dude, thanks, dude. All great, man. Okay. So now we can get back to Monterra and see who the Spitzel is. Wie übersetzt man einen Spitzel am besten? Rat vielleicht, the Rat. Ne? Die Ratte, das benutzt man auch im Englischen eigentlich. Who is the Rat? Gucken wir mal. Mir fällt da jemand so ein, ne, der nicht so gut auf Mark zu sprechen war. Den kann ich gar nicht erst fragen. Schade, schade. Wegen der Söldner. Was kann ich denn hier? Ach so. Trano arbeitet wieder. Ist doch besser für ihn. Hier hast du deinen Lohn. Thanks a lot, boy. Ach nee, kommt, ich tue jetzt nicht so, als ob ich es nicht wüsste. Sanford, komm mal her. Es lebe Okara. Du Mistkerl. Wo hast du das aufgeschnappt? Los, rede. Na, so eine große Überraschung. Sanford, der als einziger wirklich überhaupt nicht gut auf Mark zu sprechen war, ist der Spitzel. Ja, ich arbeite mit den Rebellen zusammen. Natürlich. Die Spatzen pfeifen von den Dächern. Verdammt, wir müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Ich kann nur für uns hoffen, dass du auch für den König bist. Sicher, ganz sicher sogar. Hier, Spitzel der Rebellen und so, ne? Du bist ein Spitzel der Rebellen. Und wenn es so wäre? Ach Junge, komm, stell dich mal nicht so an. Ich werde dich töten, du dreckiger Rebell. So sei du es. Dreckiger Schüfte, ich bringe dich um. Ah, ich bin natürlich voll reingelaufen in seine Attacke. Ist ja auch total schlau gewesen. Ja, das Gehacke finde ich gerade uncool. Dieses Auf-den-Boden-Gewerfe ist so nervig teilweise. Man zieht dem überhaupt nichts ab, dem Kerl.
Ach komm, leck mich doch. Und muss immer erstmal zurückweichen, weil ich sonst den Konter natürlich einfange hier von dem. Ach Mann, kann sich nur noch um Stunden handeln. Pams, ja, das ging natürlich voll in die Deckung rein bei dem. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Nein. Ah, scheiße. Ja, wirklich ne Gasinsel. Ah, ich bin so blöd. Ich bin zu dumm zum Kämpfen. Das geht überhaupt nicht. Habe ich den gespeichert? Ich habe nicht gespeichert, oder? Ich habe nicht gespeichert. Ach, manchmal könnte ich mich echt... Wo habe ich den gespeichert? Gucken wir mal. Wo habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert... was ist das denn? Ach nö. Tja Leute, wie soll ich sagen? Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder an derselben Stelle bin. Oh Mann, ich bin so blöd. Sorry Leute, bis gleich.